Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia. Ja, wir haben jetzt ein Katapult hier gemacht, aber ich weiß nicht, wie wir das spannen können. Also gehen wir nochmal irgendwie zurück und schauen uns hier irgendwas an. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Es scheint zu diesem Phlagomat da zu gehören. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Und jetzt? Das war halt per Zufall gerade. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann. Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? No, Mann. Wie kriegen wir jetzt den Knoten auf? Brauchen eine Schere oder sowas. Haben wir die schon aufgehabt? Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Ah, okay, da kommen wir nicht weiter. Wow, das, ja. Die Unterschiede in der Melodie sind hervorragend. Den können wir aber auch noch nehmen, sonst wäre da dieses Patschehändchen nicht, ne? Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Hey! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Wie? Diesen Fisch. Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen.
Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick-Schnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Lass uns spielen. Um Gottes Willen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Was für Turnierfinger? Hä? Okay. Wir kommen noch ins Klo rein? Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich habe echt viel übersehen, wa? Verschlossen. Ah, okay. Er hat mir jetzt nicht trotzdem nicht viel weiter geholfen, was ich jetzt suchen muss und wie ich weiterkomme. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Es scheint sich um... Ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, nicht weiter. Ach, hier kommen wir auch schon her. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Ah, okay. War jetzt einfach nur so ein blöder Gedanke. Ich weiß trotzdem nicht recht, was wir machen sollen. Hör doch auf, so lange zu latschen. Aber nichts, wo man das mit, ja, durchschneiden könnte.
haben wir ja auch noch was wir machen können, aber ich weiß nicht genau was. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Und die bleiben alle sitzen. Ach, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Können wir jetzt zufälligerweise mit dem Fisch wenigstens die Scheiße da durchschneiden, damit wir jetzt vorankommen? Das wäre nämlich super. Genau. Hey, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Süß. Boah, eine makellose Sausebahn. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Hier wird einfach alles mitgenommen. So, sehr, sehr gut. Schnabli, Schnabli. Ja, dummes Tier. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ein Stock fehlt, die kann man ne? bestimmt noch ein zweites Mal... Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. Perfekt. Aber wo ist das Nest? Ja, Ah, da! Oh, das weiß. Ja, genau, weil. Ja, da. Das wusste ich natürlich. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Ja, dann nur noch eins, ne? Das Wasserschnabeltier, ne? Genau, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.